Erstmal war es natürlich super enttäuschend, so wie die letzte Saison verlaufen ist. Da war ich erstmal froh, ich sag mal, ein paar Tage frei zu bekommen, auch, ich sag mal, ein bisschen neutraleren Blick auf die Situation zu bekommen. Ja, habe mir dann auch, so offen bin ich auch, und das habe ich auch letzte Saison kommuniziert, mir auch andere Sachen angehört. Ja, und habe dann aber am Ende auch, ich sag mal, auch ganz egoistisch entschieden und mir das rausgesucht, was für mich ja das coolste Gesamtpaket hat, und das ist am Ende der FC gewesen. Mit den Parametern, dass ja der Verein mir doch schon auch am Herzen liegt. Das fängt an im Verein mit den Leuten, die hier arbeiten. Das geht dann weiter über die Leute, die uns im Stadion unterstützen kommen, das Stadion an sich, die Stadt. Also ich meine, da gibt es doch trotz zweiter Liga noch eine Menge Sachen, die den Verein super attraktiv machen, in Verbindung dann auch, wenn ich sehe, dass am Ende doch nicht ganz der prognostizierte Weltuntergang von vor 2 Monaten ist, was Spielertransfers und Abgänge angeht, haben wir jetzt auch eine super schlagkräftige Truppe beisammen, und die Summe der Argumente hat dann zu der Entscheidung geführt. Wie sind deine ersten Eindrücke vom neuen Coach Gerd Struber? Gut, positive Ansprache. Ja, bereits jetzt nach den ersten Einheiten schon auch viel am Angreifen, viel am Korrigieren. Ja, das war direkt eine Idee oder seine Idee mitbekommen, die fordert er ein. Trotzdem ist noch Tag 3. Ich glaube, für ein allumfassendes Fazit ist das noch ein bisschen früh. Aber der erste Eindruck passt auf jeden Fall. Mir war nur irgendwie bewusst, hat es geklingelt, irgendwie RB-Schule. Ich glaube, das ist auch das, was hier die ersten Eindrücke sind, dass ja auf jeden Fall Gegenpressing, hohes Anlaufen, Ballgewinne, dass das eingefordert wird. Genau, und ich meine, das zieht sich ja bei RB so durch, und vielleicht können wir die guten Seiten da herauspicken und hier für den FC adaptieren.